So, ich mache jetzt ein kleines Tutorial zu XOXO vom Casper. Und zwar besteht das Lied aus 4 Akkorden. Die wären D-Moll, D-F-A, C-Dur, C-E-G, A-Moll, A-C-E und B-Dur, B-D-F. Entschuldigung, verrückt. Gut. Und der Intro-Part geht so. Und das wird dann gesteigert bis hin zum Vers und dann kommt die gleiche Melodie dann auch ein bisschen später so zum Chorus hin nochmal. Und genau, nun machen wir das Ganze nochmal langsamer, und zwar der erste Part davon. Da fangen wir mit der rechten Hand hier beim F an. F, F, E, A, D. Und bei, wenn wir aufs D gehen, gehen wir in den zweiten Akkord. Und dann eben kommt das zweite, C, E, A, D. Und da auch wieder beim letzten Ton in den neuen Akkord. Und beim zweiten Mal kommt dann eben dieser F-Akkord. Man kann auch noch eins höher, das hat man jetzt nicht gesehen. Könnte man machen. Und genau, also nochmal das Ganze langsam. Und jetzt kommt dieser Steigerungspart. Und zwar ist das die rechte Hand, ist eigentlich dieser F-Akkord mit dem B noch drin. Und zwar beim ersten gehen wir nur F, A, F, F, A, C, F, C, A und dann F, A, B. Sozusagen, genau. Und dann mit den Akkorden klingt das dann gleich wesentlich besser. Also der Akkord kommt auf die 1 und dann kommen immer diese drei Töne und dann beim vierten sind es ein paar mehr Töne. Aber das seht ihr ja dann gleich. So, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und könnt das Lied nachspielen. Ist ein mega geiles Lied, wie ich finde. Und ja, das war's von meiner Seite. Viel Spaß noch!